Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem anderen Buch Maxi Video. Heute schauen wir uns ein kleines Problem an, das ich das letzte Mal schon bemerkt habe, wie wir diese kleine Tour in die Oststeiermark gemacht haben. Falls ihr die Tour in die Oststeiermark sehen wollt und sie noch nicht gesehen habt, ihr findet hier oben einen Link zu dem Video, einfach draufklicken und anschauen. Auf jeden Fall war das Problem, dass bei meiner 2 HP der Motor extrem gestottert hat. Ich hatte Zünderaussetzer, es hatte nichts mit dem Vergaser zu tun und wir sind dann halt draufgekommen, dass der Kerzenschuh einen irrsinnigen Wackelkontakt hat. Ich glaube, das war dieser NGK-Kerzenschuh hier hinten. Dieser Pin drinnen ist abgebrochen, der normalerweise auf der Zündkerze drauf hält. Auf jeden Fall haben wir den umgebaut und ich habe das gleiche Problem wieder. Das heißt, ich habe irgendwo in meinem System einen Wackelkontakt drinnen. Sei es jetzt beim Kerzenschuh, bei der Kerze, beim Zylinderkopf. Irgendwo ist ein Wackelkontakt drinnen. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstens mal das Problem an. Das heißt, ich setze mich jetzt mit der GoPro aufs Moped und schaue, dass ich das möglichst gut audiotechnisch einfangen kann. Dann schauen wir uns auch an, wo überall diese Punkte sind, wo das Kabel aus der Zündung rausrutschen könnte. Das ist so ein Problem verursacht. Aber es ist halt nicht fahrbar, vor allem in der Stadt, wenn man oft untertourig wegfahren muss und dann fängt sie immer an so zum Hüpfen. Das bringt mir in der Stadt einfach nichts und ist irre unangenehm. Also wir schauen uns das Problem jetzt mal an. Also zurück in der Werkstatt, es gibt eigentlich nicht so viel, was hier schief gehen kann. Wir haben ein paar Kontaktpunkte. Wir haben als erstes logischerweise einmal den Kontakt zwischen dem Kerzenschuh und der Kerze selber. Das passiert über dieses kleine Gewinde hier vorne. Dann haben wir den Kontakt zwischen dem Kabel und dem Kerzenschuh. Das ist einfach hier so draufgeschraubt. In dem Kerzenschuh drinnen ist eine kleine Schraube, die hier in das Kabel reingeschraubt wird. Hier muss man nichts abisolieren oder sonstiges. Und dann haben wir noch von der Zündspule zum Kabel im Motorblock drinnen. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn ihr hier ein Multimeter habt. Ihr könnt nämlich zum Beispiel überprüfen, ob der Zylinderkopf eine direkte Verbindung hat zum Motorblock. Sprich, wenn ihr hier mit einem Kontakt auf den Zylinderkopf drauf geht und mit dem anderen Kontakt auf den Motorblock, bekommt ihr ein akustisches Signal. Und dann wisst ihr, dass euer Zylinderkopf einen direkten Kontakt zum Motorblock hat, was auf jeden Fall gewährleistet sein muss. Warum könnte das nicht der Fall sein? Wir haben hier aus einem nicht leitenden Material eine Fußdichtung drinnen und wenn kein direkter Kontakt zwischen den Stehbolzenschrauben und dem Motorblock hier hinten besteht, weil sie zum Beispiel eingeklebt sind, kann schon mal gut sein, dass hier der Kontakt unterbrochen wird. Das nächste, was ihr überprüfen müsst, ist, dass das Zündkabel, ihr seht, ich habe den einen Pol jetzt mit dem Zündkabel verbunden und der Motorblock keine direkte Verbindung haben. Das heißt, wenn ich hier irgendwo drauf gehe, darf das Ding nirgendwo ein Kontinuitätssignal geben, weil dann habt ihr einen Kurzschluss. Dieser Pol an der Spitze muss nämlich vom Rest des Motors isoliert sein. Das ist eine andere Leiterquelle und da darf nur Strom rauskommen, wenn das wirklich zünden soll. Als nächstes nehmen wir hier das Polrad runter. Dafür brauchen wir eine 14er Nuss. Polradabzieher schaut so aus. Ihr habt mal ein Gewinde, das schraubt ihr hier vorne direkt in das Polrad rein. Und dann habt ihr noch eine Schraube, die kontert und auf die Kurbelwelle drauf geht und das Polrad dann sozusagen runterzieht. Wenn wir das Polrad herunter haben, ist der nächste wichtige Schritt sicher zu gehen, dass wir die Zündung wieder so einbauen, wie sie drinnen war. Wir haben hier 3 Befestigungspunkte für die Schrauben und diese Schraubpunkte sind oval, damit ihr die Zündung ein bisschen nach links und rechts verdrehen könnt. Entweder ihr macht euch jetzt Notizen, wo diese Schraube war, oder ihr macht euch einfach Fotos mit dem Handy, damit ihr wisst, ihr baut die Zündung wieder genau in der gleichen Position ein, wie sie drinnen war. Das ist wichtig, wenn ihr Anfänger seid, dass ihr die Einstellung wieder genauso hinbekommt, wie sie war. Oder ihr könnt die Zündung auch natürlich neu einstellen, wäre empfehlenswerter. Die Zündung ist dann an und für sich mit diesen 3 Schraubpunkten befestigt. Wenn wir die 3 Schrauben heraus haben, können wir das ganze Ding eigentlich recht einfach hier rausziehen. Und hier sehen wir auch schon unser Problem. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich für jeden, der schon mal eine Zündung in der Hand hatte. Aber hier hinten sollte das Zündkabel angeschlossen sein und das ist hoffentlich noch hier oben irgendwo drinnen. Ja, wenn ich hier anziehe, kann ich es noch reinholen. Und hier ist auch unser Problem, das ist unser Zündkabel. Dieses Zündkabel sollte logischerweise auch mit der Spule verbunden sein. Okay, und falls es jetzt wie in meinem Fall ist, dass das Ding nicht mehr hält, weil es schon so ausgeleiert ist, dann nehmt euch einfach eine Zange und schneidet hier ein paar Millimeter weg, bis er wieder zu einem frischen Stück kommt. Wenn er hier
den Unterschied zeigen. Das ist die neue Seite, die ich gerade abgeschnitten habe. Und so sieht die andere aus, wo der Kerzenschuh drauf war. Besser, aber auf jeden Fall nicht optimal. Und genau in diesem braunen Punkt in der Mitte müsst ihr dann eure Schraube reintreiben, die bei der Zündung rauskommt. Ihr müsst ja auch darauf achten, dass ihr mit ein bisschen Druck nach innen arbeitet. Ich drehe und schiebe das Ganze in das Loch rein gleichzeitig. Dann stecken wir die Wasserschutzkappe hier wieder drüber und ziehen leicht dran an. Wenn es dann nicht rauskommt, sollte es eigentlich passen. Bitte nicht zu fest dran anziehen, das ist nicht dafür gemacht, dass es irgendwie belastet wird. Jetzt müssen wir logischerweise den Zündfaden hier wieder aus dem Motorblock rausfädeln. Da kann ich euch auch nicht wirklich helfen, das ist einfach ein bisschen eine Spielerei, bis ihr das Ding da oben aus dem Loch wieder rausbekommt. 2000 years later. Ach, komm doch her, du blödes Ding. Und hier ist unser Zündkabel jetzt wieder heraus. Und jetzt müssen wir wieder auf etwas achten, weil wir können das Ding jetzt nicht einfach hier reinslappen und fertig, sondern hier geht ja ein Kabelstrang raus. Und hier sind Flächen, wo die Zündung direkt aufliegt. Zum Beispiel hier innen und diese drei Schraubpunkte hier außen, da liegt die Zündung direkt auf und da quetsche ich meine Kabel ein, wenn ich sie zum Beispiel hier drüber lege. Das heißt, ich muss schauen, dass meine Kabel hier außen um diese Auflageflächen herumgehen und dass ich sie logischerweise auch nicht mit den Schrauben einzwicke. Aber ich glaube, ihr werdet es ziemlich sicher merken, wenn die Zündung falsch drinnen ist, dann könnt ihr sie so hin und her wippen und wenn sie richtig drinnen ist, dann sitzt sie dort flach drauf und ihr könnt sie nur noch mit oder gegen Uhrzeigersinn verdrehen. Ungefähr so wie jetzt. Ich kann sie nicht mehr kippen, ihr seht es eh, ich kann sie nur mal so verdrehen. Und jetzt schauen wir, dass wir einmal die erste Schraube hier reinbekommen, damit das Ganze nicht mehr von alleine rausfällt. Jetzt kontrollieren wir nochmal, ob sie auch wirklich gescheit drinnen sitzt, dass sie nicht hin und her wackelt, sondern dass man sie nur, wie gesagt, drehen kann. Es ist wie immer Geduld gefragt, nicht herumpfuschen. Jetzt schauen wir, dass die Schrauben schön locker hier drinnen sitzen, dass wir unsere Zündung immer noch bewegen können und schauen auf unsere Notizen, die wir uns vorher gemacht haben oder unsere Fotos mit dem Handy und schauen, wo sich diese Schraube im ovalen Loch befunden hat und stellen das wieder so gut wie möglich ein, wie es vorher war. Und erst dann fangen wir an, die drei Schraubpunkte festzuziehen. Ewiges Gebet, hier zieht man die Schrauben nicht zu fest. Ihr könnt sonst ein Gewinde ausreißen oder einen Schraubenkopf abreißen und dann habt ihr erst recht die doppelte Arbeit. Bevor wir das Polrad jetzt wieder drauf tun und wir so sparen wir uns in vielen Fällen eine Arbeit, wenn was schief geht, nehmen wir hier wieder unser Multimeter raus und kontrollieren nochmal, ob wir eh keine Kurzschlüsse haben. Das heißt, wir nehmen hier wieder das vordere Ende vom Zündkabel und unsere Masse. Und wir haben hier keinen Kontakt, das ist gut, das heißt, wir haben keinen Kurzschluss. Das heißt, wir können unser Polrad hier wieder drauf tun. Das Polrad hat bitte einen Zentrierungspin. Ihr seht hier in dem inneren Schacht ist ein kleiner Spalt und dieser Spalt trifft sich auf der Kurbelwelle mit einem Eisenpin. Dieser Eisenpin hier oben hat einen ganz kleinen Überstand zur restlichen Kurbelwelle und genau auf diesen Pin muss dieser Schlitz oder diese Einkerbung drauf, die hier am Polrad drauf ist, weil das Polrad funktioniert nur, wenn es haargenau in der richtigen Position ist. Meine Vorgehensweise ist, es mal mit Augenmaß ansetzen, dass es auf einem Punkt ist und beim Draufstecken es ein bisschen hin und her wackeln und ihr spürt es dann einfach, wenn es ein bisschen nach innen rutscht und mit der Kurbelwelle fest verbunden ist. Und erst dann, wenn wir uns sicher sind, dass das beides ineinander gefahren ist, dann geben wir erst wieder die Schraube auf das Polrad drauf. Jetzt können wir wieder unseren Kerzenschuh anstecken. Beim Buch Maxi ist hier in der Verkleidung vorne eine kleine Ausnehmung, die dafür gedacht ist, dass man hier das Zündkabel durchsteckt. Seht ihr, hier oben ist ein kleiner Ausschnitt in der Verkleidung. Nicht allzu fest anziehen, wir haben ja gerade gesehen, wozu das führt. Dann schrauben wir unseren Kerzenschuh hier wieder drauf. Gleiches Prinzip wie bei der Zündung selber, da ist eine kleine Schraube drinnen, die hält das dann. Reindrücken und gleichzeitig drehen. Kontrollieren, ob das einen einigermaßen guten Halt hat. Steckt das wieder drauf, achte auf dieses Geräusch. Dann weiß ich, dass das fest miteinander verbunden ist. Polraddeckel draufgeben, Seitenverkleidung einbauen und wir machen eine zweite Probefahrt und schauen, ob das Problem behoben ist. So,
das war's mal wieder mit einer Folge zur Jägermeister. Ich bin mit den Resultaten wirklich sehr zufrieden. Sie hatte einen sauberen Abzug, kein Stottern und kein Husten mehr vor allem. Seid euch bitte bewusst, dass das Internet in beide Richtungen funktioniert. Ich zeige euch nicht nur meine Mopeds, sondern ihr könnt mir auf der Facebook-Seite auch eure Mopeds zeigen. Link von der Facebook-Seite ist unten in der Beschreibung. Gebt dem Video, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, tut auch nur ein ganz kleines bisschen weh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.